So, hallo, ich mache jetzt ein Video zum Mordfall Susi Greiner. Und wenn man da sich umschaut, da gibt es vor allem bisher das Standardwerk sozusagen, das ist das Video vom Zoran Dobrić, vom ORF. Viel Sonstiges gibt es zu dem Fall nicht. Und dann gibt es eben in Foren noch was dazu. Also ich habe mir dann das Video mal vorgenommen und das ist 19. August 2006. 100 Meter unterhalb der Gumpenspitze in Tirol finden Bergsteiger die nackte Leiche der deutschen Susi Greiner. so, also das ist dieses Video. Für einen Journalist ist das schon mal gar nicht schlecht, was er gemacht hat, weil er hat ja in 13 Minuten zwei Mordfälle sich vorgenommen, den Fall Susi Greiner und das dann in Verbindung noch mit dem Fall Raven Vollrath. Er ist da auch viel auf Sachen eingegangen, auf Versagen der Behörden, der Polizei, und das ist alles berechtigt und so weiter. Also für ein Video mit 13 Minuten hat er da schon eine Leistung gebracht. Was hier auf der Strecke geblieben ist, etwas, aber das mache ich jetzt da ihm jetzt keinen Vorwurf. Es ist gezeigt worden, was da die Polizei für Scheiße gemacht hat und so weiter und so fort in Österreich. Aber ja, ich mache es, oder sagen wir einfach so, ich versetze jetzt seine Arbeit hier fort in Bezug auf die Ermittlung des Täters, weil da ist überhaupt, von dem hat man überhaupt nichts irgendwie, da ist man überhaupt nicht weitergekommen. Man hat dann eben die Fehler der Polizei aufgezeigt. So, und ich habe mir deshalb dieses 13 Minuten Video mal vorgenommen, habe so ein bisschen die Sachen rausgenommen, was zum anderen Fall gehört. Und jetzt kompakt den Fall Susi Greiner zusammengefasst hier. So, jetzt lasse ich mal das, was ich rausgeschnitten habe, also dieses Konzentrat hier mal laufen. Sommer 2006. 2 Wochen lang suchen Alpinpolizisten und Bergretter nach der vermissten Susi Greiner. Erfolglos. Die bildhübsche 28 Jahre alte deutsche Kellnerin wird zuletzt am 2. August 2006 im Engtal gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Am 19. August finden deutsche Bergsteiger 100 Meter unterhalb der Gumpen die nackte Leiche der jungen Frau. Für die einen war Susi lebensfroh und positiv, für die anderen war sie in den letzten Tagen bedrückt und verwirrt. Spurensuche am 2. August. So, ja gut, ich kann auch pa parallel noch, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wenn ich hier, na, ich lasse es kurz laufen. Spurensuche. 2. August um 6 Uhr früh wird Susi durch einen Telefonanruf geweckt. Anschließend verlässt sie überstürzt ihre Wohnung in Steinberg am Rofern und fährt nach Tegernsee, wo sie zuletzt als Kellnerin gearbeitet hat. Dort wird sie von einem Kollegen gesehen, am Gehsteig kauernd und weinend. Um 10.03 Uhr wird mit Susi Greiners Bankomatkarte an einer Tankstelle in Wangau in Deutschland gezahlt. Die Tankwartin weiß nicht mehr, ob die junge Frau oder jemand anderer mit ihrer Karte gezahlt hat. Zu Mittag wird Susi im Engtal noch mit ihrem Hund gesehen. Dann fehlt von ihr jede Spur. 0,3 Promille hat der Obduktionsbericht festgestellt und keine Spuren von anderen Suchtmitteln. Susis Rucksack mit 2 Mobiltelefonen ist bei der Engalm von Unbekannten abgelegt worden. Die beiden Telefone läuten ständig. Doch 2 Tage lang hebt niemand ab. Zwei Tage später werden im Engtal Susis Bergschuhe und ihr 2. Rucksack mit einem Laptop gefunden. Die Festplatte ist gelöscht. Laut einem deutschen Experten, den Susis Mutter engagiert hat, muss die Festplatte von einem Fachmann gelöscht worden sein. Susi war keine Computerexpertin. Auf einem Parkplatz im Engtal wird auch das Auto von Susi Greiner gefunden. Das Auto wurde von der Polizei aufgefunden, soweit mir bekannt wurde, besichtigt und dann an den Angehörigen ausgefüllt. Und wurde das Auto nach Spuren untersucht? Dementsprechend dann auch DNA-Analysen eventuell oder was auch immer? DNA-Analysen wurden keine gemacht.
Und Spurensuche im Auto? Welche Spuren hätten Sie gern gesucht? Ich weiß es nicht. Also was man so suchen könnte bei einem Tatort zum Beispiel, wenn man vermuten würde, es wäre ein Fremdverschulden in Frage gekommen oder nicht. Wir haben in diesem Zusammenhang die Leiche untersucht und es hat hier eine ganz klare Todesursache gegeben, nämlich eine Unterkühlung des Organismus, die nicht auf die Einwirkung durch eine dritte Person zurückzuführen ist. Die Rekonstruktion der Behörden. Susi Greiner soll sich noch im Engtal, das im Sommer voller Touristen ist, ausgezogen haben und dann nackt und barfuß auf 2000 Meter Seehöhe gegangen sein. Die Polizei hat offenbar einige wichtige Zeugen nicht ausgeforscht. Da gab es aber auch Personen, die die Susi Greiner im Dabeisein eines Beifahrers gesehen haben, im Auto. Es konnte keine Person ausfindig gemacht werden, die als Beifahrer bei der Susi Greiner im Fahrzeug war. Ich möchte herausfinden, was da oben passiert ist, wie das da zustande kam, was ist unterwegs passiert. Glauben Sie wirklich, dass es möglich ist, das herauszukriegen, was da oben geschehen ist? Ich wünsche es mir ganz sehr. Der Fall Susi ist für die Polizei und Staatsanwaltschaft abgeschlossen. Vorerst. So, also, das ist dieses Video jetzt hier gewesen. Jetzt habe ich hier mal ein paar Sachen da rausgenommen, was es aus in diesem Video an wichtige Informationen gab. Moment. Also wir konzentrieren uns jetzt hier mal auf, wie gesagt, also das, was in Österreich war, die Polizei, das musste kritisiert werden, ganz klar. Alles gut kritisiert. Ich habe es aber das meiste rausgeschnitten, weil ich mich jetzt auf das, was man noch aufklären kann, konzentriere. Die Fehler sind benannt und es gibt noch viel mehr Fehler und so weiter, aber das klammere ich jetzt mal aus. So, jetzt geht es darum, was ist da überhaupt passiert? Okay, nee, machen wir es andersrum. Gut. Was passiert ist, die Susi Greiner ist mit einem Begleiter gesehen worden und das war der Mörder. Die sind zusammen auf den Berg hoch und es ist ja, sie hatte Alkohol im Blut. Ich sag's, die haben da oben mit dem Begleiter was getrunken und der wollte sie dabei ermorden, so damit ermorden. Dann hat er ihr Dings gegeben, K.O.-Tropfen im Getränk und dann ist er davon ausgegangen, dadurch stirbt sie. Und dann hat er ihr die Kleider mitgenommen. Das, ich gehe davon aus, die hatten Sex und er ist davon ausgegangen, dass seine DNA an der Kleidung ist. Man könnte sagen, da könnte auch in ihr drin noch DNA sein. Vielleicht hat er irgendwie ein Kondom benutzt oder was auch immer. Die Kleider hat er aber auf jeden Fall mitgenommen. Zum einen fördert es dann das Erfrieren, natürlich, wenn sie nackt ist. Und es vermindert zumindest die Spuren, die man finden kann. Natürlich, wenn man es von einer normalen Polizei ausgeht, eine normale Polizei sagt sich von dieser Auffindesituation ganz klar, die ist nicht
nackt und barfuß da hochgegangen. Das muss ein Täter sein. Das hat der Täter in Kauf genommen. Er hat es praktisch eine völlig verrückte Situation präsentiert, indem er hat natürlich die Kleider auf dem Weg nach unten. Wenn man jetzt schaut, hier das Bild der Hanna, da sieht man das. Moment, da Hanna, also, ich gehe halt ich ein bisschen hoch. Das ist die Gumpenspitze hier, da oben ist der Fundort von der Leiche. Moment, das kann man vielleicht auch kurz. So, also ich habe jetzt die bei Google erst diese Karte. Da, Hanna, sieht man Gumpen, Jöchel. Da, also in dem Bereich ist die Gumpenspitze auch. Da wird sie angezeigt. Gumpenspitze, okay. Und die Kleidung, die man von ihr gefunden hat, man sieht, wie hier jetzt ein Weg runtergeht, praktisch. Da sind sie natürlich hoch, aber auf dem Weg runter hat er, der Mörder, praktisch die Kleidung, die mitgenommene Kleidung da verteilt. Und das wird dann hier, oh, Moment, das wird dann hier gezeigt, in dem Teil hier, so, da wird jetzt gezeigt, wie auf dem Weg nach unten, er hat erst das Sweatshirt weggeworfen, dann das Leibchen, also das Unterhemd und dann den BH. Und eigentlich, wenn man sagt, sie hätte es auf dem Weg nach oben sich ausgezogen, hätte sie es andersrum machen müssen. Erst das Sweatshirt, dann das Unterhemd und der BH. Also da war er irgendwie, wenn der Mörder bei der Reihenfolge was denken wollte, dann war er zu dumm zum Denken. Moment, ich bin jetzt ein bisschen hier runtergerutscht. Jetzt ist die Kameraeinstellung nicht mehr ganz passend. Naja, so vielleicht, okay. Das ist also das. Also für mich ist es ganz klar, das war ein Mörder am Werk. Und jetzt geht's nur dort. Und es bisher wurde eben nur thematisiert. Ja, es war gab ja sicher einen Mord. Das ist ja alles nicht plausibel, was die Polizei da erzählt. Und die Polizei hat schlecht ermittelt. Und fertig. Aber ich beschäftige mich jetzt mit der Frage noch, was ist noch zu machen hier? Was für Chancen gibt es noch? Nicht nur zu sagen, die Polizei hat schlecht ermittelt, ist ja ganz klar, dass sie schlecht ermittelt hat, aber jetzt, was für Möglichkeiten gibt es noch? So. Und dazu habe ich ja jetzt gerade dieses Dings da, Hanna, gehabt. Moment. Wo habe ich es denn? Kleinen Moment. Ja, da habe ich das mal aufgelistet. Also was man in dem Video gesehen hat, um 6 Uhr ist sie in... machen wir da die Karte nebenher, so, okay, so, also wir haben hier Steinberg am Rofan, so, hier, oh, ich weiß, Moment, das ist jetzt hier, das muss ich ein bisschen darüber stehen lassen, so, jetzt, so, wir haben hier das Steinberg am Rofan, da hat sie gewohnt und man erfährt, vorher hat sie im Tegernsee praktisch gearbeitet. Das ist eine Fahrstrecke, das was hier angezeigt wird, ist die ganze Fahrstrecke, aber von Steinberg am Rofan nach Tegernsee ist eine Fahrzeit von 45 Minuten wird da angegeben. Und das ist sie also
Am 2.8.2006, 6 Uhr, auf durch einen Telefonanruf aufgescheucht worden. Ja, und dann hat sie überstürzt, ist sie los. In den letzten Tagen war sie sowieso schon so trau, ein bisschen durcheinander und so weiter. Und dann ist sie da los, fährt seit 45 Minuten. Wann sie dann genau angekommen ist in Tegernsee, das kann man jetzt nur vermuten, aber es heißt dann einfach, ein früherer Kollege sieht Susi Greiner auf einem Gehweg in Tegernsee am Boden kauern. So. Und dann, okay, ich mache erst eine Übersicht, dann gehe ich auf die einzelne Zeit noch ein. Später heißt es dann, 10.03 Uhr wurde sie in Warngau an einer Tankstelle gesehen. Warngau ist hier oben. Und dann zu Mittag, also gegen Mittagszeit, wurde sie hier gesehen im da in dieser Gaststätte irgendwo, also in dem Engtal, das was ich da vorher gezeigt habe bei Google. Das ist jetzt, Moment, das ist jetzt dieses in diesem Tal dann. Da unten ist diese Engalm und da und weiter unten ist dann noch das Alpengasthaus und da sieht man die Parkplätze. So, okay, das ist dieses Tal und da die Gumpenspitze. Und jetzt wieder aber zurück zu dieser Übersicht. So. Kurz vorausgeschickt, ich denke, der Täter ist aus Deutschland. Und die Tat hat zwar in Österreich stattgefunden, aber das ist ein deutscher Täter. Und alles, diese Szene, die man im Video dann sieht, wenn eine Frau, also das war das, da gehen sie da rein, so. Dieser Moment. Das Video, wie gesagt, das kann man für vieles entschuldigen. In diese Länge, diese kurze Länge, hat er seine Sache gut gemacht. Aber später hätte man da natürlich noch auf das Ganze eingehen müssen. Das ist doch das typische Liebeskummer. Das ist doch Liebeskummer. Die Frau bekommt einen Anruf. Und dann steht sie hier heulend und das ist eben gerade dort, wo sie vorher gearbeitet hat, im Bereich Tegernsee. Das ist doch wirklich naheliegend. Sie hatte hier eine Liebschaft in Tegernsee. Und wenn am Ende einer Liebschaft eine Frau ermordet wird, und was ist denn das für eine Frau? Das ist das sexy Püppchen für einen, der Geld hat. Und der ist dann solche, also diese Konstellation, dass da nie jemand davon redet. Das ist doch typisch. Die hatte einen reichen Typ an der Angel. Er hatte das Geld und sie war sexy. Und sie hatte mit ihrer Jugend praktisch sich den geangelt. Und was die Weiber dann oft machen, dann verhüten sie nicht, weil sie den eben, den wollen sie erobern. Der hat noch eine Frau, der hat Familie, der hat eine Firma und so weiter. Und sie wollen praktisch an die Position von der anderen Frau. Und hoffen, ja, er entscheidet sich für sie und so. Und wenn das irgendwie nicht so klappt, dann versucht man ihm noch ein Kind irgendwie, dass es ja, und wenn er dann nicht will, dann hat sie natürlich, gut, es ist nicht offiziell bekannt, dass sie schwanger ist, aber es kann zum Beispiel ja auch sein, dass sie erst seit kurzem weiß, dass sie schwanger ist und das sogar ihr Todesurteil ist praktisch.
Es ist schon oft vorgekommen, dass Frauen ermordet werden, weil sie schwanger geworden sind, praktisch. Weil der Mann sich jetzt erpresst fühlt und es passt nicht in seine Lebensplanung. Und entweder war es ein Unfall oder die Frau hat es bewusst gemacht. Und manche Männer bekommt man dann so rum, andere nicht. Und manchmal wird man ermordet, ja. Und das ist doch... Leute, das ist doch, ich habe neulich das Dings gehabt, da ging es um Adrian Lukas, um so eine Basiserkenntnis, dass man weiß, wenn es hier so ein Dings gibt, so Baustellen in so einem Touristenort und so weiter, da kommen Arbeiter von überall her und die sind dort auf Montage. Ja, was wollen die machen? Die wollen auch, die arbeiten zwar, aber dann wollen sie auch ficken. Sie haben Geld und dann sind von zu Hause weg und dann wollen sie ficken. Und das ist doch, wie soll man sagen, das ist doch so naheliegend. Die Leute sind manchmal so strohdumm, dass sie einfach das Naheliegende wo man ganz wenig schon Lebenserfahrung braucht, was einfach auf der Hand liegt. Und da stehen sie wieder Ochs vorm Berg. Und hier auch, die Frau hat Liebeskummer. Das ist doch glasklar, sagen wir mal. Was heißt glasklar? Es ist zu 95% glasklar. Natürlich muss man immer etwas offen lassen. Aber wenn etwas so überdeutlich ist, dann muss man es doch auch ansprechen. Aber das sehe ich nirgendwo. Man muss es doch ansprechen. Die Leute sind so stroh dumm. Wenn es dann angesprochen ist, ja, dann kann man sagen, okay, gut, das ist wahrscheinlich, aber man legt sich nicht auf nur eine Variante fest, bla bla bla, man ermittelt nach alle Richtungen, alles richtig. Aber was man hier sieht, ist so unheimlich wahrscheinlich, diese Frau hat Liebeskummer hier. Und die hat, es ist in dem Ort, wo sie vorher gearbeitet hat, und der hat Schluss gemacht mit ihr. Und wenn sie in den Tagen vorher schon verstört war, dann könnte man sagen, sie hat es ihm ein paar Tage vorher schon gesagt und er war sauer und hin und her und da hat sie die letzte vernichtende Dings bekommen. Und dann war sie praktisch so am Boden zerstört und was ist jetzt, wenn sie in diesem Zustand, in dem Ort ist, wo dieser Mann ist, der sie geschwängert hat und er aber seine Existenz nicht verlieren will. Er will jetzt nicht, dass sie, was weiß ich, was könnte das sein? Das könnte ein Geschäftsmann sein. Hier hat es eine Klinik, das könnte ein Arzt sein. Wo ist die Klinik? Irgendwo ist eine Klinik hier, habe ich mal gesehen. Kloster ist hier. Brauhaus. Es kann ein Gastronomiebetrieb sein, also es kann ein großes Hotel sein, das hat's ja verschiedene, da brauchen wir jetzt nicht irgendwas beim Namen nennen. Das sieht jeder, dass es hier viele Hotels und Restaurants hat. Irgendwo habe ich gedacht, da hätte es auch noch eine Klinik hier. Da hat es doch eine Klinik, oder? Irgendwann habe ich mal hier eine Klinik gesehen. Das ist jetzt, ja gut, scheiß drauf. Wie dem auch sei, da hat es eben alles Mögliche. Und trotzdem ist es eine Frechheit, wenn ich hier gerade von einer Klinik rede und die Klinik versteckt sich. Moment, von mir versteckt sich keine Klinik. So, wie ich gesagt habe, von mir versteckt sich keine Klinik. Wenn ich hier denke, da ist eine Klinik und dann ist da auch eine Klinik, orthopädische Klinik Tegernsee. So, aber das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Das brauchen wir jetzt nicht so hervorheben. Aber das ich habe einfach rumgeschaut, was könnte es denn sein? Muss es jetzt der Hotelbesitzer selber sein, wenn sie als Angestellte in den verliebt war?
Oder es kann ein Gast sein. Das sind jetzt alles nur Beispiele. Aber da ist der Mörder in Tegernsee. Dort ist sie heulend an der Straße rumgehangen. Und dieser Mann, der hat gemerkt, es wird nichts mit der so. Die dreht mir durch. Und dann hat er sie praktisch hier nochmal, wer weiß, ob sie schon auf dem Weg war zu seiner Frau nach Hause oder was, war auch immer, ihm nochmal bedroht hat, am Handy oder was auch immer. Und dann hat er praktisch angefangen zu schauspielern. Ja, vielleicht sollten wir uns nochmal aussprechen, bla bla bla, komm, lass uns mal in die Natur gehen, nochmal eine Wanderung gemeinsam machen und alles nochmal bereden. Und die Susi, die hat gedacht, jetzt wird alles gut. Und dann ging es so weiter. Um 10.03 Uhr wird mit Susi Greiners Bankomatkarte an einer Tankstelle in Wangau in Deutschland gezahlt. Die Tankwartin weiß nicht mehr, ob die junge Frau. Okay, Marlboro und Orbit Spearmint. Das ist also alles praktisch ziemlich original, weil jetzt schauen wir mal. Manchmal, man sieht ja bei Aktenzeichen XY, es sind die Schauplätze oft völlig andere und so, und da kann ich nicht so drauf gehen. Aber jetzt schauen wir mal zu diesem Warngau. Dieses Warngau, das ist hier, Tankstelle in Warngau. So, und zwar hier. Also, Warngau ist hier, aber da ist keine Tankstelle. Also muss es wohl die sein. Und das Interessante ist, A-Chip-Tankstelle ist hier die Rede. Und was sehen wir gleich im Video? Eine A-Chip-Tankstelle. Und das ist interessant für mich, weil. Um 10.03 Uhr wird mit Susi Greiners Bankomatkarte an einer Tankstelle in. Was wir hier sehen, die gelbe Säule, das ist Archip. Das heißt, die geben sich eine gewisse Mühe, an die Originalplätze zu filmen. Ho, ho, ho. Das heißt, wir dürfen guter Hoffnung sein, dass auch das ein Originalplatz war. Jetzt würde mich interessieren von Leuten in Tegernsee, wo das war. Gebt mir bitte Bescheid, gebt mir Feedback, wo das war. Ihr seht hier so eine Tafel hier. Das ist so eine Karte drauf. Und mich interessiert, wo das war. Gebt mir bitte Bescheid. Ich gehe nochmal zurück. So. Achtung, hier. Das ist die Szene. Das sieht nach einer Ortsdurchgangsstraße aus, das Ganze hier. Und so wie dieser Film aufgebaut ist, kann das der Originalschauplatz sein. Wie gesagt, Leute, der Mörder kommt aus Tegernsee. Der Mörder ist eine Person, die in Tegernsee andersrum. Ja, doch, nee, der Mörder kommt aus Tegernsee. Ich gehe davon aus, der Mörder ist eine Person in Tegernsee, die Dings hat ihn kennengelernt. Mensch, Leute, das müsst ihr doch wissen, mit wem die Susi Greiner, als sie in Tegernsee gearbeitet hat, ein Liebesverhältnis hatte. Jetzt ist es so, man muss sagen, was heißt der Mörder? Ja, juristisch alles korrekt ausdrücke. Diese Person also ich mache ja hier eine fallanalytische Analyse und ich sage, diese Person ist der Hauptverdächtige. So, und dann muss man, ich sage, man darf nicht sagen, das ist der Mörder. So, das ist einfach schlecht formuliert. Diese Person ist für mich im Rahmen einer Fallanalyse der Hauptverdächtige. So, und ja,
auch die Leute, wie soll man sagen, wir wollen jetzt niemand so in den Pranger stellen. Und ich meine, es gibt nur eine Vermutung und hat keine Belege und so weiter und so fort. Aber trotzdem, man muss sich dem Ganzen doch noch ein bisschen nähern. Also für mich ist das sehr, sehr eindeutig, dass es diese Konstellation ist. Die Susi Greiner hatte eine Liebschaft in Tegernsee. Und wenn die Weiber nach einer Liebschaft umgebracht werden, dann ist das meistens nicht auf dem gleichen Level so. Das gibt's auch im Streit, aber nicht, so muss man sagen, wenn ein Mann Schluss machen will mit einer Frau, Und der Film sagt ja selber, Mensch, ihr könnt hier was lernen von mir. Wenn ihr sagt vielleicht, das dauert aber lange, aber ihr könnt hier was lernen von im Scharfsinn. Von einer Frau wie dieser Susi, wer trennt sich denn da so einfach? Die ist doch schön oder hübsch oder sexy oder die ist attraktiv. Das ist doch, wenn sich, natürlich kann man sich trennen, weil man sich auseinandergelebt hat, aber die ganze Konstellation, wenn sie traurig ist, wollte sie sich ja nicht trennen. Und wer die zum Ficken hat, sage ich mal, und sich dann trennt, warum macht er das? Warum macht er das? Das ist auf jeden Fall jemand, und dann ist sie traurig und später ist sie tot. Die Konstellation, die spricht einfach Bände. Das ist etwas, das spricht einfach dafür, dieser Typ, der kann wieder so eine haben. Und das ist eben, wie soll man sagen, das spricht eher nicht dafür, dass das jetzt auch ein Student, was weiß ich, ein Student ist und so und einfach, ja, weil er halt ein junger, sportlicher Mann ist, ist er für sie attraktiv gewesen. Und wenn die sich jetzt trennen, ja, scheiß drauf, warum, das ist dann doch nichts. Durch das Ganze, dass es zu so einem Mord kommt, der muss was verlieren können, wenn er sich trennt. Der muss eine Firma haben, wo seine Frau die Hälfte dann bekommt und da, bei der Hälfte geht es um Millionen. Solche Sachen muss man hier denken. Ein Arzt muss jetzt keine Firma haben, aber ein Hotelbesitzer zum Beispiel. Das ist die Konstellation, um die es hier geht. Das ist so deutlich für mich, das rieche ich geradezu. Natürlich kann es auch mal eine Ausnahmesituation sein. Wenn ich sage, ich rieche es, dann rieche ich es nicht wie ein Hellseher, der es riecht, sondern ich rieche es wie ein Analytiker auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten. Und wo es um Wahrscheinlichkeiten geht, da gibt es auch mal die Ausnahme. Und wenn es die Ausnahme ist, dann liege ich daneben. Ich kann, der Hellseher, der kann auch, wenn es einen gibt, sozusagen, viele sind ja Gaukler oder so, aber das Prinzip des Hellsehens, da ist es auch die Ausnahme erkennen zu können. Ich kann auch mal Ausnahme erkennen, aber hier erkenne ich die Wahrscheinlichkeit, für was diese Situation typisch ist. Und diese Situation ist super, 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 super typisch für die Geliebte eines Mannes, der was zu verlieren hat, nicht eines jungen Studenten, sondern der schon etwas aufgebaut hat und der Familie hat und eine Frau und der unter keinen Umständen eine Scheidung will.
Der will, weil von dieser Dings, diese Susi, die hat er als Geliebte zum Ficken und sonst nichts. Und die hatte die Flausen im Kopf, dass sie jetzt diese tolle Position einnimmt. Und das war nie so vorgesehen, praktisch, von dem Mann. Ach ja, so muss man es erklären. Okay, also, und es wäre für mich sehr interessant zu wissen, wo hat die geheult? Wo hat die geheult? Wo war das? Und so wie der Film aufgebaut ist, das ist alles schön verschwommen, das ist alles so gemacht, wie sich's gehört, dass man jetzt nicht irgendwie jemand da kompromittiert wird. Aber Leute, die sich auskennen in den Tegernsee, können mir das sagen. Und dann weiß ich, dann gehe ich davon aus, dass die Frau wirklich dort geheult hat. Okay, und kann mir dann ein bisschen noch was drüber überlegen. Also, weiter. Um 10:03 Uhr wird mit Susi Greiners Bankomatkarte an einer Tankstelle in Wangau in Deutschland gezahlt. Die Tankwartin weiß nicht mehr, ob die junge Frau oder jemand anderer mit ihrer Karte gezahlt hat. Zu Mittag wird Susi im Engtal noch mit ihrem Hund gesehen. So, zu Mittag wird Susi im Engtal noch mit ihrem Hund gesehen. 10 Uhr, Agchip. So, und jetzt geht es darum, wie lange ist die Strecke? Das ist also hier, da kann man dann hier schauen. Moment. So, von Warngau. Das sind 1 Stunde und 16 Minuten, wird da jetzt angegeben. Gut, wenn jetzt geht es darum, wenn man jetzt mal sagt, gut, zu Mittag, sagen wir mal, muss das jetzt genau 12 Uhr sein? Es geht darum, wie viel Zeit hatte sie? Wenn zu Mittag bedeutet genau 12 Uhr, dann hätte sie, wenn sie hier eine Viertelstunde Dings hat, Fahrzeit, dann hätte sie hier praktisch noch 45 Minuten. Das heißt, circa 25 Minuten, sagen wir mal, hin und 25 Minuten zurück. Jetzt, wohin ko kommt sie in 25 Minuten? Jetzt machen wir mal das da, Hanna. Soll ich da jetzt ein. Ja, okay, jetzt machen wir mal hierher noch einen Punkt dazu. Machen wir hier noch einen Punkt dazu. Ob sie, wenn sie bis München, Unterhaching kommen, Unterhaching, weiteres Reiseziel hinzufügen. Jetzt, wie lange braucht sie? Von Warngau nach, und jetzt machen wir das, Moment, Unterhaching, das machen wir als nächstes nach Warngau, ne, so, ne, so, Tegernsee, na, Blödsinn. Warngau nach Unterhaching. So. Details. Warngau nach Unterhaching. Okay, das sind ja nur 22 Minuten sozusagen. Also, das heißt, ich gehe kriminalistisch davon aus, der Typ hat sich. Der hat hier, als er gesehen hat in Tegernsee, das Weib dreht durch, hat er den Plan schon gehabt, mit ihr auf diese Gumpenspitze zu gehen und sie dort umzubringen. Um diesen Plan umzusetzen, ist man aber nicht sofort darunter gefahren, zu der Gumpenspitze, sondern erst nach Norden. Jetzt, was bedeutet das?
Das liegt nahe, dass er was holen wollte. Er hat etwas geholt, das er für die Tat brauchte. Jetzt gibt es Möglichkeiten. Hat er Dings geholt, die K.O.-Tropfen, die er nicht dabei hatte, die er nicht da hatte, oder seine Wanderausrüstung? Das ist jetzt eine Überlegung, warum ich auf diesen Arzt gekommen bin. Ein Einheimischer in Tegernsee, gut, man könnte sagen, der muss sich trotzdem wenn er hat jetzt keine K.O.-Tropfen zur Hand oder so, aber kann man jetzt sagen, gut, er fährt mit ihr selber im Auto und holt die K.O.-Tropfen in München. Wenn es wirklich ein total Einheimischer ist, ein Hotelbesitzer zum Beispiel, das kann auch irgendwie sein, aber für mich ist an dem Punkt, merkt ihr, auf was für Sache, auf was für Idee ich komme, sozusagen, wie die Tat zusammenhängen kann. An der Stelle denke ich, von der Zeit her reicht es, bis München zu fahren. Jetzt Unterhaching habe ich jetzt genommen, am Ortsrand von München, aber da reicht es auch in die Stadt reinzufahren. Das ist ja, wenn er hier auf der Autobahn ist. Also München ist in dem Bereich, wie es zur Tat passt, sozusagen. Und das heißt, die Überlegung ist die, der Mann kann seine vorzugsweise, also sein Heimatumfeld praktisch in München haben, wo er dann auch jedes Wochenende dort ist. Und er ist nur praktisch, also am Tegernsee irgendwie so beruflich, sagen wir mal. Tegernsee, das ist ja auch die Profis, sagen wir mal, die Profis vom Bayern, FC Bayern oder so. Da wohnt ja auch der eine am Tegernsee, der andere am anderen See. Ich glaube, der Uli Hoeneß wohnt an einem von den Seen da. Und das ist ja etwas. Da ist man schnell, da gibt es eine gute Verbindung. Und hier wäre es eben gerade andersrum. Der Uli Hoeneß, wenn das jetzt der ist, der am Tegernsee wohnt, oder eben anderer Fußballprofi, der arbeitet in München und wohnt aber hier am Tegernsee. Und da wäre es gerade andersrum. Da wäre die Familie in München und wäre dann eher am Tegernsee. Und deshalb habe ich jetzt an diese Klinik auch gedacht. Das wäre jetzt vielleicht etwas, wo, wenn jetzt, sagen wir mal, hier ein Arzt aus München arbeitet und dann geht er ins Restaurant irgendwo zum Essen, da trifft er die Susi und nimmt sie als Geliebte praktisch. Und wenn das die Konstellation wäre, eine andere, gut, da kommt jetzt einfach drauf an, da müssen jetzt Leute, die von dort sind, oder auch die Eltern von der Susi und so weiter, da brauche ich jetzt weitere Informationen aus dem Umfeld. Aber es deutet sich einfach an, die Person war in Tegern, der Mörder war in Tegernsee. Und für die Tat hat man etwas geholt aus München.
Wobei, was heißt München? Wir sind bis jetzt sind wir jetzt hier im Bereich Warngau. Warngau hier, da ist getankt worden. Es ist nur so, die Zeiten würden ausreichen, dass man sogar nach München fahren konnte und wieder und dann zurück und dann immer noch in einem Zeitraum dort sein konnte, wo es dann hier in dem Video heißt, zu Mittag. Gehen wir kurz zurück. Junge Frau oder jemand anderer mit ihrer Karte gezahlt hat. Zu Mittag wird Susi im Engtal noch mit ihrem Hund gesehen. Also, Dann fehlt von ihr jede Spur. zum Mittag wird sie im Engtal gesehen. So. Hoppla. Zum Mittag wird sie im Engtal gesehen. Und das ist hier. Und das von den Fahrzeiten wird das alles so noch funktionieren, dass sie praktisch von Warngau noch bis München hochfahren konnte und dann wieder zurück und dann hätte sie immer noch gepasst. Und das bedeutet aber denn deshalb nicht, dass sie also nach München auch gefahren ist. Nur man fragt sich dann, das hätte auch Aying sein können oder Großhelfendorf oder weiß der Geier was auf der anderen Seite, irgendein Kaff Sauerlach. Und auch, also da gibt es vieles, weil dieses zum Mittag ist ja auch ein Zeitraum, ob es jetzt 12 Uhr war oder 11:45 Uhr oder 12:45 Uhr oder 13 Uhr oder jetzt 15 Uhr, da wird man vielleicht nicht zum Mittag sagen. Ich weiß nicht, wie es die Österreicher machen, aber das ist eher so, dass es dann am Nachmittag. Aber bei uns in Deutschland, wenn man sagt so gegen Mittag, dann meint man schon so gegen Mittag. Das heißt dann nicht Nachmittag. Nachmittag ist dann Nachmittag, ja. Also deshalb denke ich, das kann. Aber dass es zu Mittag so bis 13 Uhr, 13 Uhr, ein bisschen nach 13 Uhr, bla bla bla, da ist München im Einzugsgebiet, sodass es passen kann. Aber was hat er geholt? Was hat er geholt? Also, ist das geschehen? Also, ich gehe fest davon aus, in diesem Alkohol, was sie praktisch im Blut hatte, da gehen wir davon aus, einfach, dass es ein Bier war. Einfach ein Bier. Die trinken oder was Ähnliches. Also ich denke nicht, dass eine Frau bei einer Wanderung Schnaps trinkt. Und es ist, ich denke auch, es geht um die Applikation, um die Verabreichung dieser Droge, dieses nicht mehr nachweisbaren K.O. mittels und das wurde einfach in etwas reingemixt. Jetzt kann man sagen, gut, wenn es eine Bierdose wäre, da kann schlecht was reinmixen, weil das macht die auf und dann hat sie es in der Hand. Und gut, du kannst aber zum Beispiel eine Bierflasche kannst durchaus manipulieren. Du kannst den Deckel runter machen, kannst was reinmachen, kannst den Deckel wieder drauf machen. Sowas ist mit etwas Vorbereitung machbar. Das käme in Betracht. Sowas könnte zum Beispiel sein, eine Flasche Bier. Das muss man eben wissen, ob die sowas gern getrunken hat. Aber und sonst halt irgendwas, was Ähnliches, was Alkoholhaltiges. Und wo man so K.O.-Tropfen reinmischen konnte. Ja, und da ist jetzt wieder die Frage an das Umfeld. Das muss ja die Ermittlung, die muss jetzt so gehen, dass ich die Überlegungen beisteuere und dann muss es Leute aus dem Umfeld ge geben, denen die Schuppen von den Augen fallen. Die sagen, ha ja, klar, das passt zu dem und der kommt von da und da und ja und so. Also was hat er gemacht? Hat er jetzt K.O.-Tropfen
hat er jetzt, was weiß ich, in Tegernsee, was hat er da gesagt? Es war in Tegernsee der Moment, wo die durchgedreht hat. Der Mann hat gewusst, er muss sie jetzt umbringen, er kann sie jetzt, die dreht durch, die macht irgendwas. Da ist natürlich auch naheliegender, will ich mal sagen, wenn der Typ jetzt aus München ist, dann hat er ja seine Frau nicht hier. Man kann sie ja auch nicht. Das steht ihm wieder entgegen. So, wenn man jetzt sagt, es war ein Arzt aus München, der in so einer Klinik, wobei nicht, dass die Klinik kommt, mich verklagt und sagt, unsere Ärzte ermorden keine so und so. Also das muss ja nicht die Klinik sein. Das ist ja nur ein Beispiel. Das kann keine andere Klinik sein und so weiter und so fort. Aber wenn es so etwas wäre, ich denke ja auch dran, ist da Fachwissen drin? Wer macht sowas mit K.O.-Tropfen? Und wer muss, um das Ganze vorzubereiten, wer fährt mit ihr dorthin? Er kann dir auch nicht gesagt haben, okay, ich muss jetzt noch K.O.-Tropfen holen, weil ich dich jetzt nachher abmoxen will, sondern man muss ja alles nebeneinander parallel im Kopf behalten. Was hat er ihr gesagt? Was ist plausibel? Da denke ich mal, gut, Wanderschuhe, Wanderausrüstung, Rucksack, dass man sagt, komm, ich muss das noch holen, um die Wanderung zu machen. Das könnte sein. Und da ist das dann wieder so. Einer, wenn es jetzt ein Hotelbesitzer wäre aus Tegernsee, der muss nicht in München einen Rucksack holen. Da ist es dann wieder naheliegender. Es ist einer, der aus München praktisch hierher kommt zum Arbeiten und seine Familie und sein Haus in München hat. Aber fährt er dann da mit der Geliebten hin? Ja gut, der kann eine Straße weit. Das wäre schon irgendwie machbar, aber ja, das ist es einfach. Die kennen sich von hier. Jetzt ist die Frage, hat der Mann seinen Lebensmittelpunkt hier? Und das würde eben dazu passen, dass sie ihm hier, wenn sie durchdreht, schnell einen Schaden anrichten kann und er das Weib daheim, das heulende Weib von der Straße wegkriegen muss. Und dann stellt sich die Frage, was hat er aus München geholt? Wegen einer Wanderausrüstung wird er dann nicht nach München gefahren sein. Das muss dann sagen, kein gut. Er hat in München, in Tegernsee, nicht so einfach K.O.-Tropfen an der Hand, wenn er die nicht gebraucht hat. Aber dann wäre er ja zum K.O.-Tropfen holen nach München gefahren. Mit dem späteren Opfer. Na, hätte er gut, er hätte ja sagen können, was weiß ich, ich weiß ja auch nicht, wo der die K.O.-Tropfen gekauft hat. Und wenn es jetzt in der Apotheke gewesen wäre, dann gut, es könnte ja sagen, sie bleibt im Auto sitzen und er sagt, er braucht ein Medikament für sein Herz, weil wenn er jetzt, bevor er auf der Bergnuff steigt, das hätte er ja so gut kaschieren können, dann könnte man sagen, gut, wenn das Ganze hier in Tegernsee ist, da gibt es ein oder zwei Apotheken und da will er nicht hingehen und nachher praktisch als der dastehen, der sich K.O.-Tropfen besorgt hat. Wobei K.O.-Tropfen, weiß jetzt nicht, die kriegst du ja auch im Internet, aber eben nicht so schnell. Gut, wenn er es jetzt schnell braucht, ich habe noch nie K.O.-Tropfen in der Apotheke gekauft, aber Moment, kann ich geschwind googeln vielleicht. Ich habe überhaupt noch keine K.O.-Tropfen gekauft, muss man. Das ist ja auch der Wahnsinn. Hier habe ich, kannst du im Internet K.O.-Tropfen kaufen und dann
schreiben Sie, auch sogenannte K.O.-Tropfen kaufen Sie ohne Rezept in unserem Shop. Wahnsinn, das ist verrückt. Als K.O.-Tropfen bezeichnet man in den Medien alle flüssigen Substanzen, die geeignet sind, eine Person sprichwörtlich auszunocken. Wir weisen darauf hin, dass die Mittel nur für ihren bestimmungsgemäßen Zweck gebraucht werden dürfen. Vor allem darf man sie nicht an andere Personen verabreichen, wenn diese nichts davon wissen. Ja, das ist ja, wie die aber auftreten, K.O.-Tropfen kaufen. Damit werben sie ja. Wer kauft den K.O.-Tropfen? Das macht man doch nicht bestimmungsgemäß. Das ist eine lächerliche Geschichte. Das ist, wie soll man sagen, wie wenn man sagt, okay, man verhindert, man gibt vor, man würde verhindern, dass Jugendliche an Pornografie kommen, indem man vorher anklicken muss, ich bin 18. Und das sei eine Kontrolle. Das ist lächerlich, das ist verrückt, das ist geisteskrank. Das ist doch keine Kontrolle, wenn jeder anklicken kann, ich bin 18. Das ist verrückt, geisteskrank. Und hier ist was Ähnliches. K.O.-Tropfen kaufen. Es wäre schon ein Schuld, wenn es nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ist. Aber dann nennt man es doch nicht K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen ist ja schon nicht mehr bestimmungsgemäß. Selbst wenn man jetzt Diazepam und bla 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 und GBL, schon dann würden, sagen wir mal, der einfache, dumme Verbrecher so gar nicht drauf kommen, aber man macht auch den Dümmsten der Dummen einfach, indem man von K.O.-Tropfen kaufen. So habe ich gegoogelt und so finde ich's. Das ist also reine Lüge, das ist reine Heuchelei, was hier steht. Man darf es nur bestimmungsgemäß. Das ist wie, wenn man sagt, wie wenn man ein Maschinengewehr irgendwelche Leute so frei auf der Straße, aber man sagt noch dazu, aber er schießt keinen. Das macht man doch auch nicht. Das ist einfach verrückt, geisteskrank, verlogen, dreckig, teuflisch. Wie unsere Politik mit dem wenn man Jugendschutz sagt. Und dann muss man nur anklicken, ich bin 18. Das ist kein Schutz. Da muss man sagen, es gibt keinen Jugendschutz. So, aber man darf nicht etwas, wo man nur anklicken muss ohne Prüfung, das darf man nicht sagen, das ist ein Jugendschutz. Das ist eine verrückte Gesellschaft. Ja, und okay. Also, jetzt geht es aber darum, das ist ja ein Shop, das wird dir also zugeschickt. Das heißt, du kannst das Zeug sofort irgendwie, nicht sofort, du musst es bestellen. Die Frage ist jetzt, aber irgendwo wirst du das natürlich auch so auftreiben können, aber eben eher nicht in Tegernsee. Es geht einfach darum, die Fahrt von Tegernsee nach München, oder nicht nach Richtung München, jetzt, wenn man sich ein Weilchen um das Ding rumdreht, dann findet die Logik die richtigen Worte. Was? Also, die Fahrt von Tegernsee nach Norden, die so weit gegangen sein kann bis München, diente der Vorbereitung des Mordes und die Utensilien, die man für diesen Mord brauchte, waren Wanderschuhe und ein Rucksack, ja okay, das musste nicht unbedingt sein, aber Wanderschuhe. Das ist schon, wenn man auf die Gumpen spritzt, weil nur die Polizei macht sowas barfuß in ihrer Vorstellung. Also in der Realität braucht man Wanderschuhe und die K.O.-Tropfen. Das heißt also, Wanderschuhe, wenn es hier um einen reichen Täter geht, Wanderschuhe hätte sich der Typ auch in Tegernsee kaufen können.
da musst du nicht nach München fahren. Und wenn nicht Tegernsee, dann Bad Wiessee oder wo auch immer. Also Wanderschuhe hätte er nicht nach München fahren müssen. Aber auf die Schnelle innerhalb von weniger, also auf die Schnelle verfügbar, K.O.-Tropfen, wäre vielleicht gewesen schon in einer Apotheke, aber das ist eine Erklärung, dass er das nicht wollte. Ja. Dann ist es so, wenn man das alles zusammennimmt, was überwiegt als Grund, nach München zu fahren? Die eine Möglichkeit, es ist jemand, der in München sein Lebensumfeld hat und aber jetzt nach in Tegernsee gearbeitet hat, dort aber keine Wanderausrüstung hatte und er zurückfuhr, um die Wanderausrüstung zu holen. Dem entgegenspricht aber, dass sie so einem Typ, der seine Familie nicht da hat, den konnte sie es nicht so in Panik und unter Druck setzen. Unter Druck setzen und in Panik konnte sie einen setzen, der sein Lebensumfeld hier hat und seine Frau und so weiter, und dort hätte sie den Schaden anrichten können. Der jedoch müsste nicht wegen Wanderschuhe nach München, sondern könnte man sagen, okay, jemand, der hier bekannt ist, der geht nicht in eine Apotheke und wenn er einen Mord vorhat, sondern erstens mal ist fraglich, ob er es da bekommt und da passt einfach alles zusammen. Also, ich habe jetzt eine Abwägung vorgenommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Wahrscheinlichkeit ist am größten. Es ist eine reiche Person aus dem Bereich Tegernsee, also eher nicht einer, der auf Montage da ist sozusagen, sondern eher der seinen Lebensmittelpunkt und seinen Besitz im Bereich Tegernsee hat und dort auch sich bedroht fühlen kann durch eine junge Geliebte. Wenn die jetzt sagt, oh, du Schwein, jetzt hast du mir ein Kind gemacht und du willst mich nicht heiraten, bla bla bla, und dann sage ich es deiner Frau, bla bla bla, und so irgendwas. Und das, ja, okay. Das muss nicht der Hotelbesitzer sein, wo sie war. Das kann auch jemand anders sein. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es, wie gesagt, der Grund, nach Norden zu fahren, wahrscheinlich mit den K.O.-Tropfen zu tun hat, dass der einfach kein so Gewohnheitsmörder ist, der immer die K.O.-Tropfen verfügbar hat, sondern dass es einfach ja, in München konnte er es anonym kaufen. Und dass er ihn gefahren hat, dass er kann diesen Kauf verschleiern, indem er sagt, ich brauche ein Medikament für meine Dings und du wartest hier im Auto und ich hol das. Und dann kann er ja zwei Sachen kaufen. Einmal das Medikament, dass er es zeigen kann, so, hier habe ich es, jetzt geht es mal wieder gut, und dann hat er noch die K.O.-Tropfen in der Tasche. So könnte man sich's vorstellen, ja, gut. Und dann das ganze andere hier, was hier noch in den Videos an Informationen kommt und so weiter, da dreht sich, ja, die Polizei hat Fehler gemacht, aber was ist mit der Aufklärung? Ja, wir wissen, die Polizei hat Fehler gemacht, aber die Aufklärung immer noch, die ist immer noch möglich, aber nur mit meinen Überlegungen. Nur, ihr könnt hier euch, was weiß ich, wie lange in die Diskussionsforen und so weiter und so fort, ihr kommt in solche Fälle an mir nicht vorbei. Das ist ja bei mir ein Fall von vielen. Aber ich, wenn ich ein paar Sachen, gut, wie gesagt, ich bin kein Hellseher, ich hab nicht immer, also dass ich es jetzt in jedem Fall lösen kann, aber wenn man meine Fälle anguckt,
Es gibt niemand auf meinem Niveau und mit meinen Erfolgen, das gibt es niemand. Die ganzen Fälle, Fall Schulze, wie die im Mühlenteich sind, Fall Tristan, wie das mit dem Handy und so weiter. Es gibt nichts mehr Vergleichbares. Fall Adrian Lukas mit der Zwangsprostituierte. Das sind aber Fälle, die sind noch nicht. Da habe ich überragende Analyse, wo auch viele Leute zustimmen und so weiter. Das Schlimme ist, ich habe ja auch Fälle, wo ich Beweise habe, und für die Fälle interessieren sich die Leute nicht ausreichend. Wie gesagt, den Fall Angelika Vöger, den Fall Duncan McPherson und andere Sachen, auch Fälle, Moment, das ist unter denen, der Hanna, also Fall Nick Stolz sowieso, die ganzen Sachen. Aber da ist auch noch da fehlt noch der letzte Beweis, sagen wir mal. Da ist die Theorie unheimlich gut unterlegt durch die Hundespuren und so weiter. Aber da muss man den Typ noch, da muss es noch die Suche in dem Weiher geben. Aber ich habe doch da noch was, zum Beispiel, diesen Fall da, Hanna. Mit dieser Trainingsweste. Da ist auch mal nicht der ganze Fall, sondern da ist es einfach, die Polizei ist zu dumm, zu erkennen, dass es hier um eine Weste geht, die hier zwei Bändchen hat. Hier weise ich die Bändchen nach. Und die haben, ich kann jetzt nicht den ganzen Fall zeigen, aber das ist nicht ein T-Shirt, das normales, sondern das ist so eine Weste, die hier so diese seitlichen Bändchen hat. Und die weise ich auf dem Foto nach. Und diese Linie, die man hier sieht, das ist etwas, das ist ein Beweis. Und die Polizei ist zu dumm, es zu realisieren, praktisch. Hier ist die Linie und hier ist die Linie so. Das ist ein etwas anders, das hebt sich ab vor dem Hintergrund, und hier taucht es nochmal auf. Natürlich ist es undeutlich. Natürlich ist es undeutlich, aber es hat diesen Abstand, den es haben muss, und es ist hier, ist erneut praktisch eine Linie wie hier. Das sind die Bändchen. Ja, das ist, wie soll man sagen, das sieht man, es gibt da, ich habe da der Duncan McPherson und Angelika Vöger, das sind die forensischen Beweise noch viel besser wie das dahin. Aber schon so ein Fall, da habe ich mehr als eine Theorie, sag ich mal. Da kann ich was beweisen, da kann ich was zeigen. Und an mir kommt ihr nicht vorbei. In den Behörden und unter den Forenleuten und Druckreim, es gibt nichts Vergleichbares. Ich habe auch ein bisschen Überblick in den USA und so weiter. Es gibt nirgendwo irgendwas Vergleichbares. Und es gibt Leute, die haben einen Erfolg mit Publikum, der durch nichts gerechtfertigt ist, praktisch. Das sind Leute, die erzählen euch nur Geschichten. Ich löse Kriminalfälle und ihr gebt euch ab mit denen, die nur schön irgendwas nacherzählen können. Es ist ein Trauerspiel und idiotisch und haarsträubend. Aber gut, gleichzeitig, es gibt ja ein paar Abonnenten, habe ich. Und ich darf auch nicht immer über die Gesellschaft schimpfen, und da fühlen die sich selber auch noch betroffen. Natürlich schimpfe ich über die anderen, aber
Das ist der Fall Susi Greiner. Jetzt setzen wir den, wenn man schaut, das arme Mädel, das ist jetzt hier. Ich setze ihr hier jetzt ein Denkmal, wenn man jetzt die Fälle anschaut. Was gibt's denn gerade so? Einen älteren Fall, wo ich jetzt zum Beispiel Jane Frenzke, da ist auch noch die Polizei dran, aber das ist jetzt ein älterer Fall, da bin ich mit meiner Dings, hier mit meinem Artikel an Position 1 und hier kommt mein YouTube-Video und so, das ist jetzt ein Fall, der ist noch praktisch, da wird noch was ein bisschen ermittelt, da ist noch die Polizei etwas dran, aber das ist etwas, da kommt auch, die kommen nicht weiter, die blicken nicht durch, die können nichts. Der Einzige, der hier was zustande bringt, bin ich. Und wenn Sie auf mich hören, gibt es hier noch die Chance, etwas zu ermitteln, aber ich habe noch nicht die Macht dazu, es fehlen noch Leute, aber es gibt genug Leute, die merken, wenn hier noch was zu machen ist, dann durch mich, weil ich bin in Position 1 und das schon lange und es gibt mehrere solche Fälle und es ist wahrscheinlich, dass es praktisch, wenn man in einer Weile, also wenn jetzt nicht irgendwas manipuliert wird, dann ist es wahrscheinlich, dass wenn man in einer Weile nach Susi Greiner googelt, dann findet man mich. Und dann, dann setze ich ihr, was weiß ich, ein Denkmal, ein Gedenkstein sozusagen. Und wenn ihr, da nehme ich jetzt meine Abonnenten aus, wenn ihr Idiotenvolk irgendwann mal merkt, dass ihr an mir nicht vorbeikommt, dass es gibt keinen, der sich mit mir messen kann, keinen Profiler, nix da, Petermann, alles Scheiße, was der abliefert. Ihr werdet von den Medien verblödet, aber wenn ihr das mal merkt, dann müsst ihr einfach schauen, dass ich ein bisschen Einfluss bekomme. Ihr müsst mir sagen, wo ist das in Tegernsee gewesen und so weiter. Und dann einfach, aber das reicht nicht. Es reicht noch nicht, wenn ich hier nur an Position 1 bin. Dann können die Leute dann später lesen, ja, okay, das so denkt der Faisal über den Fall Susi Greiner später, aber das reicht noch nicht, das reicht noch nicht. Aber das ist jetzt mal der nächste Schritt und jetzt bin ich da gerade, Moment, jetzt... Können wir mal gucken. Ich nehme dann den Fall hier nachher später auf in der Liste. Das sind alles Fälle, wo ich, das sind nicht Sachen wie die Druckreimer, die nur schauen, was ist in den Medien und dann erzählen das nach. Das sind alles Fälle, wo ich einen Lösungsansatz habe. Ich denke, wenn man mir folgt im Fall Gloria Albrecht, kann man den Fall mit meinen Hinweisen aufklären. Und so weiter und so fort. Das sind alles diese Fälle hier. Das sind alles Fälle, wo... Gut, Diana Bodhi, da habe ich nur den Hinweis praktisch, wie sie am plausibelsten transportiert werden konnte. Mehr habe ich in dem Fall nicht. Im Fall Belhaj Alexandra habe ich viel zur Aufklärung. Und so weiter und so fort. Und... Fall Tristan Brübach, alles. Das war ich der Fall da mit dieser Teamtrainingsweste da, mit dieser, die ich vorher gezeigt habe. Fall Angelika Vöger ist durch mich aufgeklärt, dass der Lehrling unschuldig ist. Die Polizei selber hat es betrogen und hat die Messer ausgetauscht. Ich kenne den Mörder und es ihm zu beweisen, da habe ich auch noch was und das kann ich aber bei dieser kriminellen Polizei noch nicht veröffentlichen. Ja, Falk, die ganzen Fälle hier, die ganzen Felix Heger und so weiter, die ganzen Fälle, das sind alles Fälle, wo ich eine Lösung habe.
Mal ist es sogar bewiesen, mal ist es eine gute, praktisch ein guter, also ein wahrscheinliches Szenario. Und ja, also, was mit mir, es gibt keinen professionellen Profiler-Fallanalytiker und keinen Hobby. Nix, kein Forum, nix, keiner kann sich mit mir vergleichen. Und auch in den USA hier mit dem Dreyfus Pellerin. Das ist so verrückt, das ist so verrückt. Da gibt es ein Video von diesem, von der erschossen wurde. Da gibt es ein Video und in dem Video, wenn man das Video richtig analysiert, gibt es einen Bruchteil, also ein ganz kurzer Moment, wo der später Erschossene hier seine Hand hochhält, ja, Hände hoch, ich bin unbewaffnet. Ein Stück, eine Minute vorher hat er noch ein Messer gehalten, aber der hat das Messer offenbar abgelegt und erhebt seine Hände. Und dieses Video wurde weltweit zitiert, aber immer gesagt, er ist bewaffnet gewesen mit dem Messer. Und ich zeige denen, der DPA, die ganzen Medien in Deutschland, Hunderten, ja Tausenden Mailadressen, da haben die haben wir alle angeschrieben, das sind alles Mailadressen in die USA vor allem, aber auch hier fängt es an, Berlin DPA, Berlin Newsroom, Info, Bild, alle habe ich in Kenntnis gesetzt, dass ja. Das ist ja nicht, wenn das wär ja noch was anderes, wenn ich ein Video auf dem Schwarzmarkt irgendwie beisteuern würde, gefunden hätte und jetzt beisteuern, dann wüssten die nicht, ist das jetzt von mir manipuliert. Aber das ist ja das Video, das in aller Welt veröffentlicht wurde. Ich habe ja denn ihr eigenes Video, ich habe es nur an einer bestimmten Stelle angehalten, habe einen Screenshot gemacht und habe denen gezeigt, der hält seine Hände nach oben. Und wie ist es möglich, dass es weltweit, und ihr müsst mal überlegen, unter was für Verrückten, ihr seid ja geistes, ihr seid ja pervers, ihr seid ja ein Abschaum, ein geisteskranker Abschaum. Wie kann man über das berichten und sage, der war mit dem Messer bewaffnet und dann ist er erschossen worden. Und es nicht zu erwähnen, dass der die Hände erhoben hat und hat gezeigt, ich bin unbewaffnet. Wie kann man das ignorieren? Auch der Anwalt der Familie, der ja, der praktisch ja gegen diese Polizeigewalt und dass ihn unerschossen hat, dazu ist er engagiert worden. Ich habe sie mehrmals geschickt, ich habe auch ein Dings bekommen, was weiß ich, also das ist angekommen. Und kein Mensch, kein Journalist geht darauf an, auf ein, weltweit. Das ist unter den Kriterien dessen, was verrückt ist, was einfach, wie soll man sagen, die müssten wir alle rausschmeißen, diese Journalisten. Wenn man jetzt das aufarbeitet, was ist hier geschehen? Und wen ich hier alles kontaktiert habe, Black Lives Matter selber, die Black Lives Matters Bewegung. Wie kann man eine Black Lives Matters Bewegung sein und es wird einer erschossen und der hat aber vorher die Hände erhoben und es geht niemand drauf ein? Das ist verrückt, das ist verrückt, ihr seid verrückt. Ihr müsst euch mal bewusst werden, wie verrückt ihr als Gesellschaft seid. Ihr könnt hier stundenlang drüber reden. Da sieht man ihn noch mit dem Messer laufen. Da hat er was. Manche sagen, er hätte hier ein Handy gehabt. Aber ich gehe schon davon aus, dass das ein Messer war, weil, sagen wir mal, die Polizei. Also ich denke, er hat hier wirklich ein Messer getragen, wenn man es auch nicht deutlich sieht. Aber gehen wir mal davon aus, alle sagen, er hat hier ein Messer gehabt und ich widerspreche auch nicht. So, aber es geht um den Moment, dass er. Lassen wir es mal laufen kurz. Here it's about the shooting of Trayford P. See, he already raised his hands up.
This is like you tell him hands up, and he is raising up his hands, and he here in his right hand. Okay, jetzt kommt das Video. Achtung, jetzt sieht man, das haben ein paar Weiber gefilmt. Das sind so ein paar Girlies, die sind was weiß ich, da in der Tankstelle, haben die sich auch was, ein paar Snacks da gekauft. Jetzt sind sie in ihrem Auto und labern rum. Ah, und jetzt sehen sie den Typ. Und die machen ein ganz verwackeltes Video. Und ich hab dieses verwackelte Video genommen und hab's analysiert und hab eben gefunden, was keiner erkannt hat, weil es eben so verwackelt ist. Aber trotzdem ist das der Inhalt dieses Videos. Und wenn ich weltweit der Einzige bin, der das erkennt, aber dann muss man es doch trotzdem zugeben. Achtung, jetzt das ist der Wahnsinn. Was soll ich von dieser Menschheit denken, in der ich lebe? Das ist doch nur der nackte Wahnsinn. Wenn man sowas beweisen kann und wenn es jetzt nur Gegner gäbe, wenn es jetzt nur den Gegnern der Schwarzen, aber ich habe es ja dem Anwalt dieser Familie selber gegeben und der Black Lives Matters Bewegung. Wie ist es möglich? Achtung. Es locking something in his hands. It can be a knife. Achtung, also ihr hört die Weiber reden und ihr hört mich kommentieren. Also nochmal zurück. Okay, here you see him. He's walking, he has something in his hands. It can be a knife. Genau, die Weiber selber sagen ja. Die Weiber, die Zeuginnen sagen, er hat ein Messer, he got a knife. Und man sieht, wie er von der Polizei verfolgt wird praktisch. Warum tun sie nicht da schon was, die Polizei? Warum erschießt? Man hätte ihm, wenn man auf ihn schießen will, hätte man ihn Stelle gesagt, fest stehen bleiben, wenn er nicht stehen bleibt, hätte man Beine schießen können. Man muss ihn ja nicht. Aber okay, jetzt weiter. Okay. Jetzt kommt. Now he's coming here, you see? Here his hands. Ja, jetzt hands up. He has nothing in his hands. Aber das ist von mir angehalten. Das in dem Originalvideo, wenn ich es nicht anhalte. But you see, here you have two cameras. This is a very good, must be on camera. He has nothing in his hands when he was shot. Okay. So, this is the end of the video. He gets shot now. Jetzt erschießen sie, ja. Okay. Okay, aber das ist eben, das ist so rumgewackelt und mal richtet sie ihre Kamera gar nicht auf das Ding. Und das hat einfach den Moment, wo er die Hände erhebt, den hat einfach, er hat keiner das Video. Es hat einfach niemand außer mir dieses Video in dem Moment angehalten. Keiner außer mir hat es erkannt. Aber das ist doch wichtig für das Ganze. Also wirklich, ihr denkt, ihr lebt in einer Welt, wo es Experten hat und die Experten sorgen für euch. Ihr lebt in einer Welt voller Verrückten und Versagern. Und dann ist es sogar so, dass selbst wenn es ihnen sagt, was sie Fehler machen, das ist denen scheißegal. Dem Anwalt ist es scheißegal. Die kümmern die Wahrheit einfach nichts. Das ist Wahnsinn. Und deshalb, Leute, eine Person wie mich habt ihr unter, da reichen Millionen nicht, da reichen auch nicht Milliarden, eine Person wie mich so scharfsinnig und dass es dann der Person auch noch stört, wie die Zustände auf der Welt sind, dass ich jetzt, es gibt begabte Leute, aber die sagen dann, okay, ich setze meine Begabung so ein, dass ich selber Millionär werde und dann muss ich halt ein bisschen so mitbetrügen und so und dann werde ich so eben. Aber dass jemand so praktisch darunter leidet, unter diese Zustände hier, und dann aber auch noch diese Begabung mitbringt, wie ich, da könnt ihr die Welt durchziehen, eine Person wie mich findet er nicht nochmal.
Und ich bewerbe mich ja schließlich für etwas hier auf der Welt. Na, darf ich das schon mal erwähnen? Und ja, das war dieses Beispiel. Hands up. Okay. Jetzt haben wir so ungefähr so lang, wie ein Tatort geht. Müsst ihr halt manchmal bei mir die Zeit aufbringen, aber viel länger muss man es nicht machen. War jetzt dieser Fall Susi Greiner. Und wie gesagt, also der Zoran Dobrić, bei ihm kann man dieses Originalvideo hier finden. Und sein Beitrag ist soweit okay. Ich konnte da jetzt drauf aufbauen. Wobei, ja gut, ich habe den auch schon, der hätte mir natürlich noch mehr helfen können. Ich habe den auch schon kontaktiert und pipapo. Das ist jetzt etwas, über das muss man da jetzt nicht... Das Video an sich ist schon mal ein wichtiger Beitrag. Und wie gesagt, in diesem Video kommen auch Sachen drin, was die Justiz falsch gemacht hat und so weiter. Und also schaut euch das auch noch an. Ich verlinke es dann auch noch in die Infobox. Und dann gehe ich davon aus, dass ich jetzt, wie gesagt, das sind viele solche Fälle, gerade in diese älteren Fälle. Unter normale Bedingungen bin ich in ein paar Wochen an Position 1. Und dann setze ich auch dieser Frau Susi Greiner hier ein Denkmal. Und dann ist dieses aber nicht abgeschlossen. Diesen Fall kann man noch aufklären, sage ich. Aber da müssen sich dann die Leute auf das eingehen, was sie dann lesen. Das ist jetzt das Video und dazu gibt es dann auch noch den Artikel. Okay. Ach, jetzt ist es weitergelaufen. Okay, ja gut. Ja gut, ist es... machen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also, diese Susi Greiner, ich glaube, soweit ich weiß, aus Thüringen. Ist dann eben gerne zum Arbeiten gegangen. Sie war vorher am Tegernsee. Und an der Arbeitsstelle vorher und war später in Steinberg am Rofan. Dann hat sie an dem 2. August 2006, war es glaube ich, diesen morgens um 6 den Anruf bekommen und ist dann schnell nach links gefahren, diese 45 Minuten nach Tegernsee. Dann ist sie irgendwann am Vormittag in Tegernsee gesehen worden von dem Zeuge, der praktisch ein ehemaliger Kollege war, dort wo sie früher gearbeitet hat. Jetzt ist es natürlich nicht unplausibel praktisch, dass die sich nicht zufällig irgendwie gesehen haben, sondern ja schon zufällig, aber sagen wir mal, dass sie vielleicht sogar in die Nähe dieses ehemaligen Arbeitsortes gegangen ist und deshalb vom Kollege gesehen wurde. Und sie hat ja in der Gastronomie gearbeitet man hat dieses Bild von der das sieht aus wie eine Ortsdurchfahrtsstraße in Tegernsee und dort ist irgendwo praktisch diese Tafel gewesen,
Also das würde mich interessieren, wo war das? Moment, kann man jetzt noch mal kurz einblenden. Also das ist hier. Da war sie Mittag, aber vorher war es so, und da war sie in der Tankstelle da, Hanna. Um das geht's. Und da ist ja, wie gesagt, da ist diese Tafel. Und ich gehe davon aus, Leute aus Tegernsee wissen, wo das ist. Wenn das jetzt zum Beispiel, jetzt, Moment, gibt es da etwa, nee, das ist der Versuch mit Street View, es gibt keinen Street View, aber ich würde mal sagen, fahrt mal, sagt mir, wo das ist, fahrt mal mit der Kamera durch den Ort und nehmen wir mal an, es wäre jetzt einfach hier, irgendwo hier, keine Ahnung, dann könnte man sagen, okay, was ist in dem Umkreis? Es ist unwahrscheinlich, wenn sie jetzt praktisch so am Boden kauert, ist es jetzt für mich unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Das kann nicht, gut, die Durchfahrtsstraße, das kann natürlich auch so sein, da herum. Das ist ja beliebig gewählt, also diese Strecke, das kann ja auch, das Ganze kann ja auch hier sein, ist ja auch viel wahrscheinlicher. Also, aber wenn es jetzt hier gewesen wäre, dann denke ich mal, nach dieser Enttäuschung, die sich so am Boden praktisch, ich denke, der hat ja gesagt, ich mache Schluss mit dir, das so und so, und ich gehe zurück zum, also mit, verschwinde aus meinem Leben und so und so. Das hat er am Telefon gesagt, und dann hat sie es nochmal versucht, ihn aufzusuchen. Und dann hat er sie nochmal ganz wüst zurückgestoßen. Und dann denke ich, nach dieser Verletzung, die sie da erlebt hat, ist sie dann nicht erst einen Kilometer gelaufen und hat sich dann an der Straße niedergekauert, sondern das ist, das, ich denke, das, wenn man den Ort hat, wo sie so am Boden war und den Ort, dieses Schild, das es damals gab, das, also das, ich denke, die Leute von Tegernsee, die erkennen das. Wenn man dann diesen Ort hat, dann denke ich, ist dieser Ort, wo sie diese Verletzung durch diesen ihren ehemaligen Geliebten bekommen hat, nicht weit entfernt. Ja, und dann, wenn es jetzt hier gewesen wäre oder hier, dann hat man hier so einen Umkreis und dann ist es jetzt eben die Frage, ist dann noch das zufällig dieser Ort, wo dieser Dings war, dieser ihr ehemaliger Arbeitsplatz, und dann, ich sag mal, dann ist eher der Chef der Mann von Interesse, als was weiß ich, irgend so ein armer Schlucker, der da irgendwie, was weiß ich, ein Putzmann oder ein Gärtner oder irgendwas. Also, ja. Und dann ist die Frage, wenn die dort waren, dann wissen vielleicht ehemalige Arbeitskollegen etwas über dieses, über eine Liebschaft dort. Also, das ist dann ein Thema, und dann muss man es denen, dann muss man das eben zusammenbringen, dass die Leute, das ist mal, was ich hier alles Analysen bringe, dass sie das mal anschauen, und dann fallen denen vielleicht Schuppen von den Augen und sagen, ja, das und das und das fällt uns noch dazu ein. Und ja, ich denke, hier in Tegernsee, das Ganze ist in Tegernsee, der Mord ist einfach passiert hier praktisch im Engtal. Aber da haben wir ja alles, und ja, das ist was anderes. Aber die Dings, das da ist dann eben nachher der Mord passiert. Aber da kann man jetzt auch nochmal rauszoomen. So. Okay. Das ist hier. Und da ist mir aber auch die Strecke hier gekommen. Aus Deutschland, Bad Tölz. Und da oben ist eben München. Ja, gut, das haben wir ja jetzt.
Und das ist es eben. Das sind die Zusammenhänge. Und dort hat dann die Polizei schlecht ermittelt, aber das ändert nichts dran, dass der Fall eigentlich gar kein österreichischer Fall ist praktisch. Das ist ein Fall zwischen ein Fall aus Tegernsee. Der Fall gehört nach Tegernsee. Die ist nur eben praktisch, ob die jetzt hier in Dings gewohnt hat, in Steinberg am Rohfarn, oder ob sie in Deutschland, was weiß ich, im Nachbarort, ob sie nach Schliersee gegangen wäre. Sie war einfach vorher in Tegernsee und dann ist sie an einen anderen Ort gezogen. Dass das Steinberg am Rohfarn ist scheißegal, das tut nichts zur Sache. Dieses Steinberg, das hat nichts mit dem Fall zu tun. Die ist einfach 45 Autominuten von Tegernsee weggegangen. Das ist alles. Aber das ganze Tat spielt in Deutschland und hat mit Österreich nichts zu tun. Nachher sind sie einfach, weil halt die Grenzen offen sind sie halt zum Wandern hier hergefahren. Dann hat er sie hier umgebracht. Der hätte sie genauso gut in Deutschland, der hätte genauso gut, was weiß ich, zur Zugspitze fahren können oder sonst wohin. Garmisch-Partenkirchen, genau. Daheim, da wäre das Ganze an der Zugspitze gewesen. Sie waren ja schon da. Dann sind sie hierher zu dieser Gumpenspitze. Ja, die hätten auch hier ein bisschen her. Wo ist denn da überhaupt die Grenze hier? Also, das hat an sich nichts mit Österreich zu tun. Natürlich, der Mord war in Österreich. Die Österreicher mussten ermitteln. Und dann haben sie eben gelogen und betrogen und vertrottelt, klar. Aber grundsätzlich ist das nicht ein österreichischer Fall. Das alles ist ein deutscher Fall und alles dreht sich um Tegernsee. Dass ihr das mal versteht, das ist ein Fall, der dreht sich um Tegernsee. Die hätte auch von mir aus, was weiß ich, wenn sie vorher da gewohnt hat und gearbeitet hat, dann hätte sie auch hier nach Rottach praktisch nur gehen können und für ihren zweiten Arbeitsplatz. Es ist einfach, sie hat den Arbeitsplatz gewechselt und war zuerst in Tegernsee. Aber ob das jetzt 5 Minuten Fahrt ist oder 45, das ist scheißegal, das hat nichts mit Steinberg am Rohfarn zu tun. Das, klar, ich denke schon, dass ich rede ja gut von diesem Typ da, von diesem Dobritsch da, Hanna. Weil es aber nicht geheuchelt, wenn man mal schaut, was für Arschlöcher und Vollidioten es sonst unter den Journalisten gibt, ist man ja schon mal froh an so einem da, Hanna. Es ist man ja schon mal froh, der hat ein paar gute Sachen gemacht und die kann man ja würdigen. Ich bin ja froh, das wäre ja auch, wenn ich jetzt die ganze Menschheit und die ganzen Journalisten zur Sau machen müsste, weil in den meisten Fällen muss man sie ja zur Sau machen, weil es Vollidioten sind. Aber es ist ja so wohltuend, wenn man mal einen findet, wo man sagen kann, okay, Junge, du kannst hier von mir lernen, das auf jeden Fall. Aber du bist kein Vollidiot und aus dir kann noch was werden. Ja, das freut mich ja. Also, du kannst was von mir lernen, Dobritsch, aber du hast schon mal ein bisschen was hinbekommen bisher. Und es ist ein Fall aus Tegernsee. Um das geht's. Ja. Und das heißt, an sich müsste hier jetzt diese Sache, die man jetzt weiter ermitteln müsste, das ist alles die deutsche Polizei. Aber die sind ja, das ist ja ein Kindergarten, die muss ja auch alle jetzt, wie die kleinen Kinder, muss die ja jetzt anleiten und dass sie erstmal verstehen und dann wollen sie sich aber auch, wenn einer so frech ist und so freche Sachen sagt, dann wollen sie ja sagen, ja, wer so kommt, da ermitteln wir keinen Mord dann. Du musst schon ein bisschen kriechen und sagen, große Polizei, bitte, bitte. Ja. Ja, also, das sind die Zusammenhänge. Ich wollte es ja nochmal zusammenfassen. Das sind die Zusammenhänge.
ein Fall aus Tegernsee und das ist von Österreich, das kann ich gerade abschneiden. Alles dreht sich um Tegernsee. Warum ist er von Tegernsee da hochgefahren? Was hat er geholt? Wo hat einer, jetzt haben wir einen Verdächtigen nachher. Bekommen wir hier einen Verdächtigen. Das Ganze muss rund um den Arbeitsplatz gewesen sein. Entweder war es, da muss man eigentlich jetzt juristisch aufpassen. Oh ja. Jetzt haben wir den Chef schon angesprochen, ja. Den Chef. Jetzt, man muss das Ganze so sehen, das ist ein Planspiel. Der Chef ist jetzt wie eine Figur. Das ist der Chef. Moment. So, ich stelle mal den Chef, oder dass man den Chef besser sagt. So, das ist der Chef. Und jetzt gibt es noch andere Verdächtige. Das ist der Vorarbeiter, genau. Es kann ja der Vorarbeiter sein. Und das ist hier, das ist der Nachbar. Der Nachbar schräg gegenüber oder zwei Straßen weiter. Auch ein möglicher Verdächtiger. So, dass es nicht so aussieht, dass es jetzt alles auf den Chef sich konzentriert. Nein, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Das ist ja, ich tue jetzt nicht, schlecht ist es, ihr müsst auch mal ein bisschen juristisch von mir lernen. Schlecht wäre es jetzt, wenn ich einfach eine Person in den Mittelpunkt stelle. Das ist aber, wie ihr seht, keine Person, das ist eine Figur in einem Planspiel. Und die kann man verschieben und so. Und in dem Fall darf man anders mit einer Sache umgehen, wie wenn man sagt, okay, hier hat man einen, zum Beispiel, was weiß ich, wenn es jetzt um einen Mord an einem Kind geht, dass man sagt, ja, den halten wir sowieso für einen Pädophilen und so weiter. Wenn es praktisch auf die Persönlichkeit einer Person, wenn ich jetzt so jemanden verdächtige, das ist natürlich viel schlechter und juristisch ungeschickter, als wenn ich hier von einem Planspiel rede. Das könnte also so sein, es könnte auch so sein. Und wisst ihr noch, welche Person jetzt überhaupt der Chef war? Also ich weiß es selber nicht mehr. Und so ist es praktisch, das Ganze zu verstehen. Und das Ganze ist nicht fokussiert auf eine Person, sondern es ist eine Möglichkeit. Es kann auch ein Gast sein, dass sie den praktisch bei ihrer Arbeit kennengelernt hat. Es kann sein, dass sie jemand nach der Arbeit kennengelernt hat. Es kann sein, es hat überhaupt rein gar nichts mit ihrem ehemaligen Arbeitsplatz zu tun. Also von daher, ihr seht, damit ist dieses Video nicht mehr anfechtbar, weil ich bin einfach auch juristisch so fit, da kann einer, wenn er meint, er kann jetzt einen Doktor machen und dann da erst ein bisschen rumstudieren und dann einen Doktor machen und pipapo, und dann könnte einem Universalgenie das Wasser reichen. Das geht nicht, das geht auch nicht juristisch. Also wenn ich aufpasse, es kann natürlich mal sein, dass man im Eifer des Gefechts irgendwas falsch macht. Aber wenn ich aufpasse, dann kommt kein Professor der Juristik irgendwie in meine Dimensionen hier, weil wir hier von Universalgenialität reden, ja. Natürlich erstreckt sich das auch auf Juristik. Und wenn wir jetzt hier schauen, deshalb sage ich, lest euch das besser durch, lest euch das besser durch. Hier zum Beispiel, das sind ein paar juristische Sachen. Da gab es Gutachter und da gab es Richter und das ja, also geistiges Hosenscheißertum einfach. Und
Gleichzeitig ist es natürlich nicht gut, praktisch, man macht mal einen Fehler, das kann passieren. Und ja, man darf hier nicht zu überheblich werden. Das ist klar. Moment, jetzt schaue ich kurz, wo waren wir? Das war das, da waren wir. Okay. Aber trotzdem, das war jetzt ein wichtiger Zusatz, einfach um klarzustellen, das Ganze ist nicht auf diesen Arbeitgeber und den Chef irgendwie beschränkt. Es kann ganz anders gelagert sein, aber man muss einfach, der Kern ist, die Tat dreht sich um Tegernsee. Sie hat im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses dort jemand kennengelernt und hat mit ihm eine Beziehung eingegangen. Und das ist nicht etwas, ich habe ja gesagt, wenn man dann am Schluss ermordet wird, dann ist es nicht, spricht es nicht dafür, dass das ein Student war. Das kann natürlich, du kannst mit einem armen Student eine Liebe haben. Und dann später geht man auseinander im Streit und so weiter. Und ist irgendwas und der ermordet einen. Aber diese Konstellation, alles an diesem Tag, das spricht dafür, er hat mit ihr Schluss gemacht. Und sie war traurig darüber. Und wenn sie und verzweifelt und wenn sie dann praktisch. Ich war ja nicht der Tat dann im Affekt, sondern sie ist dann mit einer absoluten Kaltblütigkeit praktisch. Es muss eine Versöhnung gegeben haben, einfach schon das, dass es praktisch, ja, dass es diese Versöhnung gab, die war ja, weil sie ja dann gemeinsam, sie ist ja mit dem Begleiter dahergefahren und so weiter. Und es spricht ja alles dafür, dass das ein Mord war hier. Und dann, wenn man das zurückrechnet oder zurückgeht, dann war es einfach so, der hat mit ihr Schluss gemacht und sie hat es nicht ertragen können und war so verzweifelt und hätte ihm so eine Szene gemacht. Eine Frau, die jetzt mitten in der Stadt zusammenbricht, ja, was wird aus dem? Der musste ja irgendwie hier der Hanna von der Straße wieder auflesen und sagen, komm, bloß dass sie hier weg ist, dass sie hier weg ist, musste er ihr ja was vorspielen und sagen, komm, es tut mir leid, bla bla bla. Und das passt eben. Hat er schon den Mordplan praktisch in der Tasche gehabt und dann ging's. Und dann aber, dass es zuerst nach Norden ging, da wusste ich nicht, was hat er gebraucht, was hat er für seinen Mordplan gebraucht. Brauchte er Schuhe, Bergschuhe oder was? Aber nein. Und dann wusste ich nicht, kommt er eigentlich aus München und arbeitet nur hier und fuhr zurück und hat etwas von zu Hause geholt? Nein, sage ich, glaube ich jetzt nicht mehr. Er ist von Tegernsee, dort ist die Gefahr für ihn gewesen durch sie und er hat dann etwas anders geholt. Und wegen Schuhe muss er nicht nach München fahren, der fährt nicht nach München wegen Bergausrüstung. Und wenn man dann überlegt, was hat er geholt, dann müssen es die K.O.-Tropfen gewesen sein. Und da ich spiele jetzt nicht unter Hachinger Rolle, das habe ich ja vorher so beliebig. Der hat im Großraum München die K.O.-Tropfen besorgt. Entweder einer Apotheke und er hätte sie auch hier besorgen können, aber er hat davor zurückgeschreckt, weil das ist ja ein Mordmittel gewesen. Schuhe hätte er sich überall kaufen können, aber in die Apotheke zu gehen und sagen, ey, ich hätte gern K.O.-Tropfen und so weiter, auch wenn er, ja, also das ist einfach, wobei, da ist ja wieder was anderes. Wo bekommt das Rezept frei? Bekommt er überhaupt diese Mittel dahin? Das war ja Tetrazepam oder was war das dahin? Das sind ja Diazepam. Das sind ja Sachen, wo eigentlich nicht rezeptfrei sind. Diazepam oder Tilidin
oder? Stilidinere. Soweit ich weiß, bekommst du das in der Apotheke nicht rezeptfrei. Da sagen sie, es sei rezeptfrei, aber das ist halt irgendwie so Internet-Scheiße. Ja, Moment, zurück. Dings, also irgendwie hat er, das Ganze war ja schnell, er hat ja am morgens um 6 Uhr nicht gewusst, dass er die umbringt an dem Tag noch. Er hat einfach Schluss gemacht mit ihr und er wollte, dass die bleibt, wo der Pfeffer wächst. Und dann kommt die aber, hockt sich ins Auto, fährt nach Tegernsee, macht ihm eine Szene, heult auf der Straße rum. Ja, das musste schnell gehen, der musste die ja erst mal, der musste die einfach wegbekommen hier von hier. Und dann hat er sich freigenommen. Das ist ja auch praktisch, wenn man einen hat im Visier, dann ist das auch verdächtig. Der musste ja, das war ja nicht geplant. Praktisch, der musste ja hier sein ganzes Zeugs umstellen und sich freinehmen, um die Frau von der Straße aufzulesen und dann seinen Mordplan hier. Dann hat er gesagt, okay, wir müssen in die Berge. Wenn er seine Wanderausrichtung hier, wenn er von hier ist, hat er die da schnell holen können. Und dann, denke ich, dann hat er sich die K.O.-Tropfen besorgt. Auf der Fahrt nach Norden, in Warngau war er um 10 Uhr und dann konnte er nach München, bis München gut, um was zu kaufen. Was er dann da gemacht hat, das, ich denke mal, was ich hier analysiere, das muss auch nochmal in ein Video, das auch in die Medien kommt, also der Zeugenaufruf. Eben zu dem Tag und in München und da hat jemand Dings gekauft, K.O.-Tropfen und so weiter. Und dann ging es eben zur weiteren Tat. Und ja, es geht darum, dass ich muss das so gut erklären, dass die Leute Schuppen von den Augen fallen und die auf einmal wissen, Leute aus dem Umfeld von dem Täter, wow, alles passt zusammen. Die haben sich gekannt, so und so, und da fällt mir ein, an dem Tag war er nicht da, und das, und ah, okay, und das passt auch dazu. Ich müsste jetzt mit dem, was ich hier habe, muss ich praktisch Zeugen erreichen. Und dann ist es aber so, dann ist ja hier irgendein, ich sage euch ja, ihr habt es mit einem Universalgenie zu tun, der über allen diesen kleinen Profilerchen hier in Deutschland steht und so weiter. Aber das ist noch nicht, das ist eben der Polizei. Ihr habt irgendwie so kleine Kommissärchen und Hosenscheißer Beamten und so weiter. Und die haben das aber noch nicht von ihrem obersten Dienstherrn gesagt bekommen, dass sie stramm stehen müssen, wenn ich komme. Da muss man erst den obersten Dienstherr aus dem Amt jagen, dass der Nächste wahrscheinlich das dann denen besser sagen kann. Aber wie gesagt, jetzt ist es so, wenn ich jetzt zu denen komme, ich habe es ja an dem Fall mit diesem Dings gezeigt, wie ich in der Gesellschaft, ich komme mit dem Videobeweis, wie der die Hände hochhält und aber das ist den ganzen Vollidioten, die weltweit, das ist ja ein weltweiter Fall praktisch. Ich habe ja hunderte Adressen in den USA kontaktiert und in verschiedenen Ländern, auch in Deutschland. Und das ist aber denen Vollidioten, ihr denkt, ha ja, jetzt dann haben wir eine gute Idee und dann gehen wir zur Polizei und sagen das und dann bringt es was. So denken die Leute in den Foren zum Beispiel. Das ist denn ihr Traum, dass sie mal eine gute Idee haben und dann sagen sie es der Polizei und dann vertrauen sie, dass es dann seine richtige Wege geht. Aber das geht's doch nicht, weil die doch meistens zu dumm sind. Die sind zu dumm und ich komme dann mit irgendwelche Sachen. Ich denke ja schon mal, dass die Leute irgendwann wissen, mit wem sie es bei mir zu tun haben. Aber solange das noch nicht so ist, dann du hast die tollsten Perlen, aber
eben nicht in jedem Fall, in manche Fälle, da kannst du ja den Mördern so präsentieren auf dem Präsentierteller und sie sind so blöd. In manche andere Fälle, da müssen sie noch gleich ein bisschen arbeiten, aber die sind zu allem zu blöd. Deshalb, wie soll man sagen, also das ist ja jetzt eine Art Zeugenaufruf, aber es wäre ja sinnvoll, wenn die Medien und die Polizei dann auch mitmachen würden und ihre Arbeit tun. Aber davon kann man nicht ausgehen. Du musst jetzt wirklich grenzenlosen Schwachsinn, grenzenlose Dummheit, davon muss man ausgehen. Ich habe euch das Bild gezeigt, er hebt den Arm hoch und es ist in dem Video, wo die ganze Welt als Ausgangspunkt nimmt, und ich zeige es Ihnen in Ihrem eigenen Video, wo Sie was übersehen haben. Und es ist allen egal. Bis heute, das ist nicht aufgearbeitet oder irgendwas. Bis heute ist das ist unaufgearbeitet. Das heißt, das geht um grenzenlosen Schwachsinn, grenzenlosen, bodenlosen Idiotismus. Und davon muss man ausgehen. Weil ich erlebe es immer und immer wieder. Die Leute sind dümmer als Tiere. Wirklich, nicht einmal, wenn ich jetzt sagen würde, jemand ist ein Untermensch. Oh, Nazi-Vokabular. Aber ich brauche ja gar nicht von Untermensch sagen, weil die Leute sind ja meistens dümmer wie Tiere. Das ist ja, und den Begriff untertierisch dumm, der ist noch gar nicht geächtet. Das ist nur, die Nazis haben ja nur von Untermenschen geredet. Gut, und wenn ich von jemand rede, will ich ja niemand umbringen. Aber in Bezug auf die Dummheit habe ich es mit Leuten zu tun, die sind untertierisch dumm. Untertierisch dumm. Und deshalb ist es jetzt hier zu denken, jetzt hast du eine gute Idee und ja, und dann kommt noch ein Zeugenhinweis dazu und dann könnte man, ist ja jemand sehr verdächtig und den könnte man ja dann überprüfen. Das ist alles, wenn das passiert, dann ist es ein Wunder, dann ist es ein Wunder, dann hat Gott gesagt, okay, jetzt machen wir es mal, also jetzt ist es soweit und, aber das Normale bisher ist es, dass es mit untertierisch dummen Vollidioten zu tun hast. Das ist und für euch ist das ja, ihr merkt das ja gar nicht da. Aber für mich, also ich bin nicht selbstmordgefährdet, aber das ist etwas, wenn du das praktisch erkennst, was um dich herum ist und du merkst aber oft, du bist der Einzige, der es erkennt und du kannst machen, was du willst. Es ist nicht selbstverständlich. Da haben sich Leute schon praktisch, sind schon verzweifelt wegen weniger mit dem, was ich mit. Ich kann es ja nur mit, ich versuche es mit Humor zu nehmen, aber es ist Horror. Unter euch Idioten zu leben, ist Horror. Ja, wirklich wahr. Ja, und jetzt wird man sehen, wie gesagt, ich mache das für die Susi Greiner, dann kriegt sie hier ihr Gedenkdings der Hanna. Dann gehe ich davon aus, dass wir in, das ist viele Fälle, wo ich in Position 1 bin, so ein Fall wie Rebecca Reusch, der jetzt so aktuell ist mit noch oder mit so ein Suchvolumen und so weiter, da bin ich nicht in Position 1. Aber ich habe es, schauen wir mal, die letzten Tage war ich zum Beispiel, Moment, ja, ein gutes Beispiel ist dieser Fall Ehepaar Langendonk, weil der auch gerade in dem Bereich von Bayern angesiedelt ist, in der Ecke. Da zum Beispiel, da bin ich, der Fall ist ungeklärt, der Fall ist auch, der hat noch viele Interessenten, auch speziell in den Foren und so weiter, aber da wird jetzt nicht ständig praktisch berichtet. Wenn jetzt ständig berichtet wird, dann verdrängen mich die großen Medien natürlich, aber hier ist es jetzt so, hier suchen sich die Leute
die sich noch für den Fall interessieren, gerade so kriminalistisch interessierte Leute in der Fore, suchen Sie von dem allem, was geschrieben wurde, praktisch das aus, was Sie am meisten anspricht. Und da sieht man, da bin ich an Position 1. Keiner von denen kann mir das Wasser reichen. Die haben alle nur irgendwelches journalistisches Gelaber, berichten sie, ja, was ist hier, da, wer hat da, was hat die Polizei gemacht, bla bla bla, und die berichten halt, und da gibt es eine neue Sendung und bla. Und so. Alles nur dummes Geschwätz. Keiner kann mir das analytisch das Wasser reichen. Ich habe hier Sachen herausgefunden, wo auch diesen Fall, also ganz, ganz neu, zum Beispiel spektakulär, dass der Täter eine Perücke hatte. Ich sag, der hat eine Perücke gehabt. Und viele andere Sachen noch. Das ist ja nur ein Detail. Aber schon mal, wie die denn dargestellt haben, um so einen Quatsch hier, kein Mensch, kein Schauspieler hat so eine Frisur. Das heißt, um dieses nachzustellen, mussten die ja eine Perücke verwenden. Das sieht doch ein Blinder, dass in diesem Aktenzeichen XY Dings da, dass hier eine, gibt es das überhaupt noch, ist das noch aktiv? Ah, wie dem auch sei. Das sieht doch ein Blinder, dass der eine Perücke hat, weil es keinen Mensch gibt, der so eine Frisur hat. Die konnten keinen Schauspieler finden. Diese Frisur, die hier nachgestellt wurde, es gibt langhaarige Männer. Das ist ein langhaariger Mann. Das ist zufällig auch ein Mörder. Aber das ist natürlich. Aber was die hier gemacht haben, was die hier dargestellt haben, das ist einer mit der Perücke. Und das ist ja so verrückt, das Ganze, dass ich der Einzige bin, der davon, der das dann auch wirklich thematisiert. Und ja, und das ist ja nur ein Punkt. Ich habe diesen Fall so gut aufgeschlüsselt und erklärt. So, und jetzt so. Okay, gibt's noch. Ja, und das ist etwas, das, ich will ja nur sagen, warum praktisch solche, dieser Artikel, das ist für diesen Fall ein Klassiker, ich sag mal, für die Ewigkeit so fast. Der ist an Position 1 und da kommt nichts. Ja gut, manipuliere kann man viel, kann das Ding verdrängen, aber vom Inhalt her, da kommt nichts, was mir das Wasser reichen kann, vom Inhalt her. Das können die alle vergessen, die kleinen Journalisten-Ärsche. Und so, wenn es seinen normalen Gang geht, so wie ich hier an Position 1 bin, dann kann das und in viele andere Fälle auch, dann kann das eigentlich im Fall Susi Greiner, wie gesagt, wenn es nicht manipuliert wird durch irgendwas, dann ist es da auch so, dann wird man den Fall an Position 1 finden, weil die Leute erkennen, es gibt nichts, was mir das Wasser reichen kann, kriminalistisch, nichts. Keiner aus den Foren, keiner aus der Realität irgendwo, kein Petermann, nichts. Und ja, und dann hat die Frau Susi Greiner hier ihr Denkmal, und aber das ist ja nicht der Sinn, nur dass es ein Denkmal ist, sondern ich sag, den Fall kann man heute noch aufklären, aber die Lösung liegt in Tegernsee.